will ihn behalten. Hier entlang. Sieht nicht so aus, als könnte ich den behalten. Doch, cool. Das finde ich gut. Es ist wieder. Hört mal kein bisschen Musik mehr. Geht's jetzt hier lang? Ach, da geht's wieder runter. Ups. Das hätte auch ein Fall bis in den Tod sein können. Oh, wenn jetzt hier so ein Reaper kommen würde. Das wäre sehr unschön. Denn ich habe hier einen Raketenwerfer in der Hand. Das wäre tödlich. Aber wir haben es auch so geschafft. Hier ist nichts. Okay. Catwalk Access. Es wird gespeichert. Hoffentlich haben Sie keine Höhenangst. Ach, ich doch nicht. Shepard ist schon aus wie viel tausend Metern gefallen auf dem Planeten. Bringen Sie unsere Leute darunter. Los! Passiert schon was. Ziel Alpha in Sicht! Endlich ein wenig. Besten Raketenwerfer! Naja, ja, ich bin Ziel Alpha. Hey, das ist. Ist das ein Phantom? Sind das alles Phantome oder? Ah, nee. Das sind nur Nemesis. Die sind nicht gefährlich. Hier geht's ganz schön tief runter. Ein Thermozielfernrohr? Das ist was Neues. Oh doch, es ist ein Phantom. Hier. Hat das jemand getötet? Ist nicht ungefährlich, so ein Phantom. Wie hat sie sich hier rüber gebeamt? Ach, man kann hier rüberspringen. Ich dachte, sie hätte sich gebeamt. Hat sie dann doch nicht gemacht. Au. Au. Oh Gott. Das könnte mein Ende sein. Hops. Ich weiß gar nicht mehr, wie man Medigel nimmt. Okay, mit 4. Muss ich mir nur merken. Au. Wow, die können die Granaten in letzter Zeit immer besser werden. Habt ihr gerade gesehen, was Shepard da gemacht hat? Ey! Von wo? Wo kam dieser Schuss gerade hin? Okay, da drüben wahrscheinlich. Oh, sie friert doch schon. Brennen! Aha. Na? Naja, da muss ich, glaube ich, selbst näher rangehen. Aufsammeln. Oh. Das muss weh getan haben. Sie hat sich einfach aufgelöst. Oder es hat sich einfach aufgelöst. Trotzdem, hier geht's wirklich weit runter. Ist hier nicht im Grunde genommen alles andersrum? Da hören die Türme auf. Da sind sie. Okay. Ich sehe sie. Sie sind da unten. Da unten. Aber hier oben sind auch noch welche Soldaten. Vorsicht! Ha! Alles, sie werden langsam überrannt. Das Abriegelungssystem wurde so oft manipuliert, dass es kaum noch rauf und runter unterscheiden kann. Ah. Oh, oh Gott. Ein Centurio. Nyrene an Basis. Brauche Techniker am Eingang zum Steg. Die Tür klemmt wieder. Kann eine Weile dauern. Das macht ja nichts. Wir haben ja Zeit. Das sind ja nur ein paar Servicetruppen. Du benutzt die Stege nicht nur als Geheimgang zur Basis, oder? Ein Sturz ist die beste Methode, hier unwillkommene Gäste loszuwerden. Oh, tatsächlich. Fällt mir gerade auch auf. Man könnte die Leute doch einfach herziehen. Nur leider habe ich keine Zielfähigkeit. Oder? Nicht wirklich. Pardon, aber ich glaube, da ist irgendwas im Hals. Ah. Ein Centurio, da kann auch rennen, noch mehr Granaten. Ich würde gerne dran. Sind die Türen schon offen? Sie arbeiten daran. Wir haben genug Zeit. Sie haben die Brückensteuerung gehackt. Ich sehe mal wieder nur.
Dampf oder auch eher. Ja. Ich gehe mal noch ein Stück weiter zurück. Oh Gott, jedes Mal explodiert das direkt vor mir. Eigentlich müsste es doch schon gehackt sein, oder? Pum. Die Tür ist offen. Gehen wir. So. Munition will ich aber noch haben. Ich muss zu meinen Leuten. Hetz nicht. Alles wird gut. Die sind doch hier. Boss? Schön, Sie zu sehen, Boss. Hoch. Okay. Hallo. Okay, es scheint zum allergrößten Teil Turianer zu sein. Kleiner Anteil an Kroganern und Asari. Ha! Bevor der Fahrstuhl oben war. Da! Wir evakuieren diesen Ort so bald wie möglich. Mischen Sie sich nicht in die Arbeit meiner Leute ein. Neue Info. Die Zivilisten, die wir evakuieren konnten, sind sicher in dem anderen Außenposten angekommen. Gut. Oh, wow. Außerdem, Routinechecks ergaben nichts Neues in Sachen Adjutantenpräsenz. Adjutanten? Von Cerberus erschaffene Kreaturen. Sie löschen die DNA ihrer Opfer und verwandeln sie in neue Adjutanten. Oh. Eine Art Waffe auf Reaper-Basis. Ich habe sie schon bekämpft. Ein Albtraum. Als du weg warst, verlor Cerberus die Kontrolle. Die Dinger haben die Gangs vernichtet und dann absolut jeden angegriffen. Hätte Cerberus das nicht eindämmen können, wäre mittlerweile die ganze Station infiziert. Sie haben viel geschafft. Ihre Leute dabei am Leben zu halten, war bestimmt nicht einfach. Freunde von mir wurden zu Monstern. Und ich musste sie töten. Entschuldigen Sie mich jetzt. Ich muss einen Außenposten verteidigen. Das erinnert mich an Zombies. Die Adjutanten haben ihr ziemlich zugesetzt. Mit Nairine reden. Aber zuerst ein bisschen in der Hier Basis. Sind noch mehr medizinische Vorräte. Gehört alles Ihnen. Ich danke. Ich sorge für eine gerechte Verteilung. Glauben Sie, wir überstehen das hier? Absolut. Der Boss ist jetzt hier. Wir wischen mit Cerberus den Boden auf. Gut wär's. Cerberus verdient's nicht zu gewinnen. Sie wollen nichts Gutes. Außer vielleicht was für die Menschheit. Hey, Commander. Ich wollte mich nur bei Ihnen bedanken. Wofür? Würde ich doch immer machen. Schrotflinte, Universalklinge. Interessant. Ist hier noch was los? Kroganer sind auch anwesend. Wie ich es gesagt habe. Aber wesentlich seltener. Datenpad. An Kundschafter-Team E von Basis 2. Es heißt, Arya habe den Angriff auf die Station angeführt und sei jetzt mit an Bord. Der Boss ist unterwegs, um der Sache auf den Grund zu gehen. Versucht euch aus allem Ärger rauszuhalten, solange sie weg ist, und lasst euch nicht erwischen. Unsere Truppen sind im Moment gebunden, also haben wir nur begrenzte Rettungsoptionen. Da ist Nairine. Sie tippt ganz schön schnell, aber nicht da, wo sie eigentlich tippen sollte. Komme ich, glaube ich, nicht durch. Da hinten sind aber eine Menge Leute. Sieht doch so aus, als wären Menschen dabei. Schade. Kann sich da nicht durchquetschen. Dann würde ich mal sagen, müssen wir gleich weiterreden. Cerberus zieht sich erstmal zurück. Die Späher sollen weiterhin auf den nächsten Angriff achten. Du hast ausgezeichnete Arbeit geleistet, Nairine. Aber jetzt übernehme ich. Du weißt ja, was mit Leuten passiert, die mir widersprechen. Und wenn ich Nein sage, tötest du mich dann? Meine Leute werden da nicht mitmachen. Ja, sie scheinen ekelhaft loyal zu sein. Wie auch immer, ich kriege, was ich will. Diesmal nicht. Es reicht, Arya. Lassen wir das lieber bei einer ganz entspannten Allianz. Keiner von uns schafft diese Sache allein. Zusammenarbeit ist unsere einzige Chance. Mag sein,
aber meine Priorität ist die Bevölkerung von Omega. Du übernimmst eine Gang und glaubst, du kannst über Omega entscheiden? Nyreen, sieh zu und lerne. Ez? Alles in Position. Die gesamte Station ist verbunden. Alles gehackt. Bevölkerung von Omega, ich bin zurück. Cerberus glaubt, ihr werdet besiegt. Sie glauben, sie hätten euch unter Kontrolle. Das ist ein gewaltiger Irrtum. Sie ist schlau, also mit Propaganda kennst du nicht aus. Ihr seid die Gesetzlosen der Galaxie. Ihr werdet nicht besiegt. Und niemand kann euch kontrollieren. Seid bereit! Bald könnt ihr euch gegen die Unterdrücker wehren! Gemeinsam erobern wir Omega zurück! Es war eine kurze Ansprache, aber sie zeigt, glaube ich, Wirkung. Das ist dein Plan? Zivilisten gegen Cerberus einsetzen? Alles ist besser, als wie ein hirnloses Tier im Käfig auf die Schlachtbank zu warten. Ich weiß, was du vorhast, Aria. Und es gefällt mir nicht. Ich muss Zivilisten evakuieren. Darum kümmere ich mich später. Okay, machen wir die Leute abmarschbereit. Los! Was versuchen sie da eigentlich? Versuchen? Das Volk von Omega, mein Volk, kämpft gerne. Wenn es losgeht, werden sie bereit sein. Nyreens Moralkodex verhindert, dass sie zusieht, wenn Zivilisten in Gefahr sind. Das macht sie so berechenbar und damit so leicht zu manipulieren. Cerberus startet eine weitere Offensive. Anscheinend hat nicht nur mir deine kleine Rede missfallen, Aria. Ich habe seine Aufmerksamkeit. Gut. Commander, die Landeplätze gehören Ihnen. Meine Leute und ich halten die Haupttüren. Verstanden. Okay, Landeplätze zurückerobern. Wir werden es versuchen. Hä? Achso. Es ist hier ganz außenrum. Dahin müssen wir. Türen brauchen wir ziemlich lange. Okay, die nicht. Das war keine Ladungsüberbrückungstür. Drüben ist eine Warte. Komm. Die sollte keine Schilder haben. Oh oh. Hey. Du solltest dein Schild verloren haben. Ist noch ein Centurion. Hier, viel Spaß in der Stase. Blase. So, da ist ein Schildgenerator. Na komm. Na, jetzt kommen auch noch nichts. Okay, der stand da jetzt einfach so rum. Und hat einen Kopfschuss mit einer Black Widow überlebt. So. Niemand überlebt den zweiten Schuss. Niemand außer vielleicht, weiß ich nicht. Naja, es gibt zwei Gegner, die das auf jeden Fall überleben. Auch nix. Da stimmt was nicht mit der Steuerungseinheit. Denke ich. Guck. Das blinkt.